Wir haben aber einen Auftrag. Und das ist nicht von meiner Frau oder von meinem Nachbarn oder sonst irgendwem, hier hinzukommen, sondern von dem, der mich gerettet hat aus dieser Welt heraus. Der hat mich befreit von meiner ganzen Schuld. Er ist am Kreuz für mich gestorben und das hat er auch für sie getan. Deswegen bin ich heute hier mit meinen Brüdern. Wir dürfen ihnen verkündigen, dass diese Welt hier irgendwann einmal zu Ende gehen wird. Das sehen wir anhand dessen, dass wir einfach glauben, so geht es nicht mehr weiter. Ob wir uns die Politik ansehen oder ein, ja, wie soll man sagen, Virus oder was das auch immer ist, wo wir einfach sagen, ja, es kann auch so nicht weitergehen. Wo geht das alles hin? Die ganzen Kriege, wo ist Gott? Fragen wir uns dann in dieser Zeit und sagen, dann auf einmal fangen wir an zu glauben, wenn es dann darum geht, wieso lässt Gott so viel Leid zu? All diese Fragen, die man so mit sich mitnimmt in seinem Leben. Und auch eine Frage, die wir mitgebracht haben, die wir Ihnen auch heute stellen möchten, ist, wo verbringen Sie die Ewigkeit? Wenn es keine Ewigkeit gibt, dann ist es genauso wie mit dem Spiel Monopoly, wo ich sagen würde, wir haben unser Leben aufgebaut. Vielleicht hatten wir mal eine Situation, wo wir sagen würden, oh, das war sowas wie ein Gefängnis. Wenn wir auf einmal vielleicht krank werden oder unser Partner uns verlässt oder ein Kind stirbt oder die Eltern sterben, ist das so ein Gefühl wie, ja, ich fühle mich wie im Gefängnis, was machen wir mit dem Leid? Egal, wir sitzen im Gefängnis wie bei Monopoly und denken schon an die nächsten Züge und werden dann, wenn wir wieder rauskommen, dann gebe ich richtig Gas. Und dann haben wir irgendwann wirklich das Ziel erreicht, dass wir wirklich die hübscheste Frau aus der Stadt bekommen haben oder den Mann, das beste Auto, das Haus, das, was wir uns gewünscht haben. Vielleicht sind wir auch einfach nur zufrieden irgendwann. Wir müssen nicht ja unbedingt immer die Parkallee haben, aber wir können auch so uns durchs Leben mogeln und irgendwann ist es aber so, dass das zusammengezählt wird. Genauso wie bei dem Spiel Monopoly. Wie viel Kohle hast du? Du hast gewonnen. Das Spiel kommt in die Box, wird in den Schrank oben reingesteckt und das wird monatelang oder Jahre nicht mehr angefasst. Und sie haben gewonnen vielleicht. Und ich wünsche ihnen, ich gönne ihnen das auch, dass sie gewinnen. Aber die Frage ist, was ist, wenn dieses Spiel genauso wie in ihrem Leben ist, wenn sie sagen, es gibt vielleicht keine Ewigkeit oder doch, was ist, wenn ihre Box, in die sie kommen, was ist, wenn diese Box auf einmal aufgemacht wird? Wenn ihr Grab auf einmal aufgeht und der Schöpfer, der sie geschaffen hat, vor ihnen steht. Was wollen sie ihm sagen? Was wollen sie ihm sagen? Wollen sie zu ihm sagen, darf ich bei dir rein? Ich möchte ewig bei dir wohnen. Er wird sagen, du hast doch auf der ganzen Welt sein, wo du gelebt hast, deine 70 oder 89 oder 109 Jahre, hast du nicht für mich gelebt, du hast nicht mit mir leben wollen. Und dann sagen wir immer, ja, aber du bist doch ein lieber Gott. Du bist doch ein lieber Gott, du würdest mich doch aufnehmen, oder nicht? Und er sagt, du hast an der Natur erkannt, dass es mich gibt. Du hast zugehört in Leipzig, da war jemand, der hat dir gesagt, dass es meinen Sohn gibt, der für deine Sünden gestorben ist. Und du hast es verneint. Du hast gesagt, nein, das ist vielleicht ein Vollidiot, ein Fanatiker, ein Radikaler oder sonst irgendwelcher Fan oder Anhänger, der sein Ding durchgezogen hat und dir vielleicht das Seelenheil hier heute präsentiert hat, aber du wolltest es nicht. Deshalb darfst du die Ewigkeit nicht bei mir verbringen, sondern da, wo ich alle hinschicke, die nicht mit mir leben wollen. Und das nennt die Bibel die Hölle. Ich würde ihnen das am liebsten ersparen und sagen, es ist so ein Ort, wo Jesus nicht sein wird. Aber da hat mein Bruder Arno recht, als er mir sagte, wir müssen ihnen predigen, dass es die Hölle gibt. Und deswegen möchte ich heute ihnen zurufen, tun Sie Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Worüber Buße? Die Frage, worüber Buße? Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe doch nichts Böses getan. Ich habe doch nicht wie der Typ, den wir aus dem Gefängnis kennen oder im Knast besucht haben, der jemanden umgebracht hat oder einen Juwelier überfallen hat. Ja, aber die Bibel sagt, das, was in deinem Herzen begonnen hat, das ist schon alleine mir gegenüber ein Groll. Und da möchte ich Sie gerne zu einladen. Es gibt die Lösung. Es gibt die Lösung für die Probleme, die Sie gehabt haben, die sie tun und die sie haben werden. Und diese Lösung heißt Jesus Christus. Und er lebt, das steht auch hier an dem Auto, was wir mitgebracht haben. Jesus Christus lebt, das glauben wir und wir wollen uns mit ihm gerne unterhalten und laden Sie gerne herzlich dazu ein. Deswegen fragen Sie sich bitte einmal, wo verbringen Sie die Ewigkeit? Sie müssen dafür eine Eintrittskarte haben. Sie müssen, wenn Sie eine Eintrittskarte ziehen wollen, weil ich glaube, für die Hölle, da braucht man keine Eintrittskarte, da kann man so durchlaufen. Aber für den Himmel, da wo nur geheiligte, gerechte Menschen hinkommen,
da braucht man ein Eintrittsdatum. Die heißt Jesus Christus. Und deswegen darf ich Ihnen von mir erzählen, das werde ich auch gleich tun, ich werde von mir erzählen, wie ich glaubte, dass ich auch das Himmelreich erlangen könnte, genauso wie der reiche Jüngling, der auch vor Jesus stand und sagte, guter Meister, was muss ich tun, um das Himmelreich zu erben? Und Jesus sagt zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und was sagt der reiche Jüngling? Er sagt, ich auch! Ich auch! Ich habe doch alles gehalten. Alles, was ich so getan habe, habe ich gehalten. Ich habe auf meine Eltern war ich gehorsam. Ich habe immer 10% abgegeben. Ich habe sogar mehr getan, als ich musste. Ich habe der Oma über die Straße geholfen, als ich 12 Jahre alt. Ich bin doch gut. Und Gott sagt sein Herz, und er hat sein Herz gesehen, hat gesagt, weil er reich war, hat er gesagt, geh hin, verkaufe alles und folge mir nach. Und da hat er gesagt, nee. Und er ging traurig weg, denn er hatte viele Güter. Deswegen möchte ich Sie dazu einladen, nicht traurig wegzugehen, sondern sich die Frage zu stellen, heute, wenn ihr meine Stimme hört, so verschließt eure Herzen nicht, kommt zum Heiland und er wird euch erretten von ihren Sünden. Amen.